Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich befinde mich hier gerade im B&B Hotel in Aschaffenburg und wir haben wieder mal eine kleine Roomtour für euch vorbereitet. Und wie ihr das erkennen könnt, haben wir hier die Dusche, der Duschkopf. Hier habt ihr so einen Seifenspender, da gibt es hier Wasser, da kommt das Wasser raus. Ihr habt rote Fliesen, wir haben eine Tür mit so einem Loch, da könnt ihr euren Finger reinstecken oder was anderes. Auf jeden Fall kann man die aufmachen, kommt dann hier raus und betritt das eigentliche Badezimmer. Ihr seht das ja auch wieder, so rote Fliesen, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich nehme mal kurz hier die Original Ramses Unterhose, wischt das nochmal ab. Wenn ihr hier rausgeht, ihr habt ja alles, ne? Ihr habt hier Föhn, Klospülung, ein Klo, ihr habt hier eine Tür, da steht doch mal drauf hier, lieber Gast, ne? Dass ihr nicht immer so viel Handtücher verschwenden soll. Wir können hier die Tür auch wieder zumachen, dann sieht das Ganze so aus, wunderbar, das sieht man auch den Ramses. Jetzt kommt's, haltet euch fest, hier original Spiegel, Peace, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, Spiegel ist also da, dann haben wir hier die Unterhose, wie gesagt, Brille ist alles am Start, hier nochmal ein Zahnputzbecher, ein Seifenspender, Zahnbürste da, Toilettenpapier, das Bad ist eigentlich ganz cool, finde ich, vor allem gefällt mir hier diese Glastür. Und ja, habe ich auch noch nicht gesehen, so in eine Ecke reingeschoben, so die Dusche. Jetzt gehen wir aber mal raus, zeigen euch den Rest vom Zimmer. So, jetzt sind wir also aus dem Bad raus. Wie ihr seht, so sieht das Bad von außen aus. Hier ist auch die Außentür, also hier geht man in den Hotelflur. Hier sind nochmal die Hotelinformationen, Rettungspläne, Lichtschalter, alles da. Hier könnt ihr die Tür zuriegeln, aufriegeln, zuriegeln, hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Was ist das? Das ist die Kindersicherung. Das ist nämlich das Ladekabel für die Kamera. Das geht hier hoch, dann hängt das hier so drüber, dann verschnörkelt sich das hier und dann geht das hier so in den Schrank rein, weil die Kamera immer hier oben drauf gestanden hat und hat über Nacht geladen. Und da war sichergestellt, dass auch keiner zur Tür reinkommt. Und wenn, dann wird er stranguliert an dem Strick und kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt habt ihr aber auch gleich gesehen, hier liegen nochmal Handtücher. Hier ein Only for Everyone. Also nur für alle, stehe ich nicht. Nur für einen, ja, wäre ja, ne? Nur für alle, genau. So, hier könnt ihr nichts aufhängen, wie ihr seht. Ich habe da so schrankmäßig um die Ecke nochmal. Da hängen nochmal ein paar Ladekabel rum. Hier alles. Hier ist eine Buchse, eine Original Ramses Buchse und Original Everlast Ramses Strümpfe. Da unten dasselbe nochmal in dreckig. Ne? Hier ist Pupsis Koffer. Das war ganz wichtig. Die musste die Süßigkeiten verstecken. Hier habt ihr so ein Tischchen. Da ist die Ladestation, ne? Habt ihr hier ein Handy, zwei Handy, drei Handy, vier Handy, zweimal iPhone, zweimal was anderes. Hier ist die Snackbox, ihr wisst, was so schön gekribbelt hat in meinem Bauchnabel. Abends nochmal was hier nascht. Hier, so sieht's aus, wenn Pupsi Durst hat. Die trinkt er im Prinzip immer nur Cola, Vanille am liebsten. Hier haben wir zwei rote Sitzhocker, da könnt ihr euch draufsetzen, da könnt ihr hier Armdrücken machen. Haben wir natürlich gemacht, jeden Abend, ne? So wie es sein muss. Ansonsten, was soll ich sagen, wenn ihr hier hinter geht, ach, hier ist so eine Lampe, da kann man auch, wenn man hier drauf drückt, dann leuchtet die Lampe, ne? Habt ihr schon mal eine leuchtende Lampe gesehen? Das machen wir wieder aus. Und ja, habt ihr hier dann das Bett. Habt ihr über dem Bett, habt ihr hier so eine creepy Zeichnung, Räuber schlafen später ein. Da hat Pupsi geschlafen und er stand immer über ihren Kopf und mit dem Knüppel. Sie hat bei sich jetzt natürlich alles weggeräumt, das war ihre Seite. Sie hat sogar hier eine Steckdose mit nochmal USB-Anschluss zum USB-Laden. Eine Schwippschwapp für die Nacht. Genau, so machen wir das.
Da drüben ist dann meins. Hier habt ihr übrigens einen Spiegel und einen Fernseher. Ganz wichtig, der Spiegel vom Bett, dass wenn ihr im Bett liegt, euch selbst sehen könnt, bei was auch immer ihr tut. Und ich glaube mittlerweile, das ist so ein einseitiger Spiegel, wie bei der Polizei, wie beim FBI. Ihr seht hier den Spiegel und auf der anderen Seite kann man durchgucken. Direkt neben uns ist nämlich hier diese Wäschekammer, der Wäscheraum. Und wahrscheinlich ist das wie ein Fenster für die und da ist so wie so ein Kinosaal, da sitzen immer alle drin und gucken durch den Spiegel auf das Bett und deswegen Räuber schlafen später ein, richtig pervers also. Da könnt ihr euch schon beobachtet fühlen. Dann haben wir hier noch den Fernseher, B&B Hotels steht hier dabei. Rund um ihren Aufenthalt, About Your Stay, Sehenswürdigkeiten, Point of Interest. Jetzt sieht man auch meinen nackten Kadaver. Das ist hier, guck, das ist die Spoofer-App, sehr schön, gibt's hier auch. Senderliste, Channelist, Weather ist auch dabei, TV, Watch TV. Ihr seht hier nochmal herzlich willkommen im B&B Hotel Aschaffenburg, 13. September 2020, 10.11 Uhr. So sieht das Hotel auch von außen aus, das seht ihr aber dann, wenn wir mal rausgehen. Hier ist die Schlumberecke, da habe ich jetzt meine Sachen alle hingeschmissen. Hier meine gefakten Schuhe, hier mein gefaktes T-Shirt, mein gefakter Rucksack, die gefakte Fernbedienung und ist auch nicht gemacht, das Bett. Hier seht ihr die perverse Ecke, das sind erstmal die ganzen Handys zum Pokémon Raiden. Dann habt ihr hier die zwei Haupthandys, wobei das richtige Haupthandy ist, hier das Gotcha Evolve, meine Tabletten für Depression und meine Trinkflasche vom Biala gegen Einbrecher, ihr wisst Bescheid. Ja, hier das kann man auch. Scheiße, jetzt ist da drüben das Licht angegangen. Gut, hier das kann man auch. Anmachen, wunderbar. Und dann haben wir hier noch auf dem Fensterbrett, wundert euch nicht, ihr habt ja auf jeden Fall einen schönen Blick nach draußen. Nachts leuchtet hier drüben, leuchten die ganzen Schilder an der Wand. Da unten steht irgendwo mein Auto noch rum. Da ist hier hinten noch der Spielzeugladen, wo wir mal waren. Da drüben geht es zum Bahnhof. Und hier habe ich die Flasche vom Biala noch eingepackt. Die hat er irgendwie vergessen. Und hier stehen ganz viele Biers, alles vom Schlappe Seppel. Denn der Biala kam den einen Tag abends vorbei und hat gesagt, ich habe noch was für euch eingekauft. Und jetzt hat er mir einen Beutel mitgebracht mit lauter Schlappe-Seppel-Spezialitäten. Ihr seht ja hier die Spezialität. Schlappe-Seppel-Dunkel, Schlappe-Seppel-Pilz, alkoholfrei vor allem. Das ist doch ein Scherz, das sehe ich doch bestimmt vergriffen. Schlappe-Seppel, Kellerbier, Schlappe Seppel Landbier, Schlappe Seppel Helles Bayerisch Mill, Schlappe Seppel Export, ja, sieht man da oben, Schlappe Seppel Weißbier, Dunkel, Weißbier, Dunkel. Und die haben wir gestern am Main getrunken abends, als die Polizei kam. Habt ihr also noch eine ganze Reihe Bier, habt ihr also noch eine schöne Aussicht. Wenn ihr hier runterspringt, landet ihr auch auf dem Vordach. Da stehen noch zwei Mopeds, ne? Und ich würde sagen, wir gehen dann mal in den Flur. Wir rennen dann mal raus und zeigen euch, wie es unten weitergeht. So, wir sind also aus dem Zimmer raus. Wir waren jetzt hier in der 301. Auch alles ganz modern mit Zahlenschloss und Technik, die begeistert. Und wir bewegen uns natürlich auf den Fahrstuhl zu. Auch ganz chillig. Ihr drückt hier. Ihr wollt natürlich nach unten. Jetzt habe ich den Übergang vermasselt. Ich wollte doch eigentlich an die Tür und dann raus. Egal, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Ich sehe dir nochmal die einzelnen Etagen mit Zimmern. Alles schön aufgegliedert. Hier Zimmerrooms, Rezeption, Frühstück, Snacks, Parken. Habt ihr alles hier. Hier in Ramses, ne? Guckt den euch an. Guckt euch. Ne, guckt den euch nicht an. Guckt mal hier. Für 5,50 Euro Frühstück, herzhafte Sandwiches. Oder süßes Gebäck, ne? Ich will herzhafte Sandwiches auf jeden Fall. Wir fahren jetzt mal runter in die 1, melden uns dann draußen aus dem Fahrstuhl wieder. So, und so wollte ich das ungefähr haben mit dem Übergang vom Fahrstuhl weg. Was ich auch cool finde, ihr konntet euch ein Ticket lösen, gegenüber parken, 24 Stunden lang kostenfrei.
Dann konntet ihr runterfahren, wieder drauf fahren und habt wieder einen Tag kostenfrei. So als Tipp. Jetzt haben wir hier natürlich auch den Eingangsbereich. Hier habt ihr Snackautomaten, habt ihr ja gelesen oben. Hier gibt es Chips, hier gibt es Getränke, hier gibt es alles mögliche. Hier habt ihr einen Kaffeeautomat, da gibt es auch Süppé, hier gibt es Kakao, hier gibt es Vanille-Cappuccino. Das ist die Rezeption. Die Rezeption ist gerade nicht besetzt. Und wir laufen jetzt raus zu Pupsi. Wir müssen da nochmal fragen, ob wir noch irgendwas brauchen. Oder wegen Auschecken irgendwas. Das ist auf jeden Fall dann der Haupteingang, Ausgang. Pupsi sitzt auch um die Ecke. Die dürfen wir wieder nicht filmen. Die ist traurig. Und so sieht es dann aus, wenn ihr rauskommt. B&B Hotels. Kann ich euch den Eingang auch gleich nochmal zeigen. Ich drehe mich gleich nochmal um. Da ist wieder hier Aldi Süd. Dennis Komplex und Jobcenter, alles dabei. Da drüben haben wir auf jeden Fall gestanden mit dem Auto. Da können wir reinfahren, da können wir parken. So sieht das Gebäude aus. Ist doch schön, sehr wuchtig. Hier, ne, Absperrung, alles dabei. Hier hat der Biala gestanden, da hat er uns noch gestern den Beutel gebracht. Mit dem müssen wir uns jetzt auch noch mal treffen. Wir wollen nämlich heute noch den Aschaffenburger Deluxe probieren. 44 Euro, ich sag's euch. Und den Raid machen, Pokémon. Spezialforschung Kapitel 2. Aber wenn ihr das seht, ist das wahrscheinlich eh schon alles um. Ja, hat Spaß gemacht. War ein cooler Aufenthalt auf jeden Fall. Danke an Biala, der Ehrenmann, der gesagt hat, er bezahlt das Hotel, er lädt uns ein. Wir können da ruhig uns ein schönes Wochenende machen. Der auch gestern immer zugesagt, komm, ich bezahle den Döner, ich bezahle die Burger, ich bezahle das Bier, ich bezahle alles, ich bezahle das Taxi, kommt gut heim, hin und her. Also er hat sich da wirklich rührend um einen gekümmert. Da kam er sich schon richtig doof vor selber. Deswegen habe ich gesagt, ich will ihm heute den Burger bezahlen und wir teilen uns da rein. Also beim Essen reinteilen, bezahlen ich. Hat er auch gesagt, das geht alles auf meine Kappe, aber man muss ja irgendwo auch mal was zurückgeben. Trotzdem coole Sache, Grüße an Biala. Er wollte auch Taubsi2Go gestern Abend noch grüßen. Der Akku war aber leer, hat also nicht geklappt. Mal gucken, vielleicht können wir es jetzt irgendwo in ein Kapitel noch mit einbauen. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht aus Scheßlitz, wenn wir beim der da ist, sind. Der, bei dem er sind, heißt er dann, ne? Aber den dürfen wir ja nicht filmen. Das ist nämlich der Drachenlord und das darf keiner rauskriegen von euch. Deswegen darf man den nicht filmen, sonst ist das Geheimnis gelüftet. Wir melden uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.